Ja, meine Damen und Herren, dann darf ich Sie herzlich begrüßen in etwas intimerem Rahmen heute hier. Aber so haben wir das in der Vergangenheit ja gehandhabt bei der Ernennung der Beigeordneten. Ich darf zunächst die Frau Haberstroh herzlich begrüßen, dann aber auch die Vertreter der Fraktion im Gemeinderat, den Herrn Huberts als Geschäftsbereichsleiter 1 Personal und anderen Personal und natürlich die Vertreter der Medien. Ja, wir hatten ja erst vor wenigen Tagen am vergangenen Donnerstag die Wahl der Frau Haberstroh zur weiteren Beigeordneten der Stadt Metzingen. Damit kommen wir dahin zurück in eine Situation, die viele von Ihnen kennen, ich selber in der Form noch nicht, nämlich dass die große Kreisstadt Metzingen 2 Beigeordnetenstellen besetzt hat. Das war ja lange Zeit, so bis zum Jahr 2006, etwa 10 Jahre jetzt, wird es versucht, mit einer Beigeordnetenstelle das zu bewerkstelligen. Ich glaube, die letzten 10 Jahre waren per se nicht so schlecht, dass man sagen müsste, aus diesem Grunde war die Entwicklung der Stadt eine, die eine weitere Beigeordnetenstelle erfordert. Aber ich habe ja, als wir uns im Rahmen der Änderung der Hauptsatzung damit befasst haben, am Gemeinderat dezidiert dargelegt, was aus meiner Sicht dafür spricht, diese weitere Beigeordnetenstelle in Metzingen mit einer ganz klaren Ausprägung hin zu den Finanzen und auch zu den Stadtwerken zu schaffen. Ich bin froh, dass der Gemeinderat sowohl bei der Änderung der Hauptsatzung als auch vor allem jetzt bei der Wahl dieser Empfehlung gefolgt ist. Ich bin froh, dass die Frau Haberstroh sich auf diese Stelle beworben hat, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir dadurch einen Glücksfall, so wie es ja in den Medien zu lesen war, für Metzingen geschaffen haben. Die Kompetenz der Frau Haberstroh ist uns allen weitreichend, hinreichend bekannt und ich will jetzt nicht die knappe Zeit, die uns zur Verfügung steht, darauf verwenden, die Erfolge der Frau Haberstroh, die sie mitverantwortet oder verantwortet hat in den letzten Jahren, aufzuzeigen. Aber darum wissen wir alle nicht, umsonst gab es auch dieses einstimmige Wahlergebnis im Gemeinderat, das hoffentlich, Frau Haberstroh, für Sie Rückenwind ist, für das, was alles auf Sie zukommt. Die Position einer Bürgermeisterin ist dann doch nochmal eine andere als die einer Geschäftsbereichsleiterin, auch einer kaufmännischen Werkleiterin. Die öffentliche Wahrnehmung wird sicher nochmal eine andere sein und ich wünsche Ihnen einfach auf diesem Wege alles, alles Gute, auch mit dieser öffentlichen Wahrnehmung umzugehen. Aus eigener Erfahrung will ich Ihnen sagen, es fällt nicht immer ganz leicht. Gleichwohl kann man auch sagen, dass die Entwicklung in der Stadt Metzingen in den zurückliegenden Jahren, die Sie ja auch maßgeblich mitverantwortet haben, an schon jetzt herausragenden Positionen in der Stadtverwaltung eine sehr positive ist, dass das Feedback, das einen erlangt, nicht immer nur negatives ist, sondern man kann sich durchaus auch über eine ganze Menge an positivem Feedback freuen. Und ich hoffe, dass es Ihnen gelingt, in den 8 vor Ihnen liegenden Jahren immer diese positive Wahrnehmung höher gewichten zu können als die vielleicht negative, die auf Sie zukommt. Wenn man so ein öffentliches Amt begleitet, dann muss man einfach auch damit rechnen, dass man in der Öffentlichkeit bewertet wird, dass die Menschen einen öffentlich bewerten und einem das zum Teil auch sehr hautnah mitteilen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einfach die Fähigkeit, die positiven Feedbacks wahrzunehmen, weil wenn einem das gelingt, dann kann man auch viel besser damit zurechtkommen, auch die ein oder andere, teils berechtigte, dann fällt es weniger schwer, teils auch unberechtigte Kritik entgegenzunehmen. Aber das sind nur ein paar wenige Facetten, die man beschreiben kann, eines Bürgermeisteramts, das unglaublich viele Facetten hat, das vielfältig ist und am Ende eine tolle Aufgabe mit Gestaltungsmöglichkeiten, wie man sie wahrscheinlich an wenigen Orten findet in unserer Gesellschaft, die man als Bürgermeisterin oder Bürgermeister am Ende hat. Dafür alles, alles Gute, Frau Haberstroh. Am Rande sei mir erlaubt zu erwähnen, dass ich mich auch persönlich sehr freue. Ich glaube, die meisten, die nahe dran sind an der Stadtverwaltung, wissen, dass wir gut und gerne zusammengearbeitet haben die vergangenen Jahre und ich freue mich, dass sich die Zusammenarbeit nun auf dieser Ebene fortsetzt, dass wir hoffentlich auch in Zukunft in einem sehr konstruktiven, kollegialen Miteinander so zusammenarbeiten werden wie in der Vergangenheit. Ich darf nun zum
formalen Akt kommen, damit Sie dann tatsächlich auch ab 1. Oktober diese Aufgaben hier für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Metzingen wahrnehmen können. Ich darf formal die Ernennungsurkunde verlesen. Stadt Metzingen, Ernennungsurkunde. Ich ernenne Frau Stadtverwaltungsdirektorin Carmen Haberstroh unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Zeit mit Wirkung vom 1.10.2016 bis 30.09.2024 zur Beigeordneten mit der Amtsbezeichnung Bürgermeisterin. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch, Frau Haberstroh. Und wie gesagt, ich freue mich sehr, dass Sie den Schritt gewagt haben, dass der Gemeinderat den Schritt gewagt hat, in eine hoffentlich gute Zukunft für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, weil dazu gibt es uns, nur deretwegen sind wir hier und vor diesem Hintergrund alles, alles Gute und ich freue mich sehr. Ja. An dieser Stelle darf ich mich einfach nochmal ganz, ganz herzlich bedanken für das einstimmige Votum von Ihnen. Also das ist nochmal ein enormer Schub für mich und ein großer Vertrauensbeweis und einfach auch ein Ansporn für mich, dass es auch in der Zukunft so weitergeht mit den Stadtfinanzen und natürlich auch mit der Entwicklung von den Stadtwerken. Es ist nicht ganz so selbstverständlich, so ein einstimmiges Votum. Man denkt zwar, ja, wenn man sich kennt, dann ist es einfacher, aber ich glaube, gerade weil man sich eben nicht kennt, oder weil man sich eben kennt, ist es vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle auch manchmal schwieriger, weil jeder kennt ja auch die Ecken und Kanten. Man hat Erfahrungen miteinander gemacht, jetzt schon 20 Jahre lang. Und deshalb freut es mich einfach riesig, dass ich jetzt so einen Vertrauensbeweis von Ihnen bekommen habe. Danke möchte ich nochmal sagen auch an meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil dies letztendlich diejenigen gewesen sind, die ganzen Dinge jetzt auch umgesetzt haben in den letzten Jahren, die mich mit begleitet haben und mit unterstützt haben. Also manches hätte man gar nicht vorweisen können, wenn man nicht so gute Mitarbeiter an seiner Seite gehabt hätte. Gleiches gilt natürlich auch für Sie, liebe Gemeinderätinnen und Gemeinderäte, und vor allem auch für Sie, Herr Fiedler. Manchmal muss man ja auch jemand was zutrauen und was übertragen, damit man überhaupt was zeigen kann und Ideen aufnehmen. Und dafür möchte ich mir an dieser Stelle einfach ganz, ganz recht herzlich bedanken. An viele, ein Dank natürlich auch an die vielen Wegbegleiter auf meinem Leben, vom Herrn Hauswirt, Herr Lucke, alle, die sie da waren. Alle haben mir schon in jungen Jahren eine große Verantwortung übertragen, haben sich das getraut. In meiner Rede am Donnerstag hatte ich gesagt, Metzingen hat Kapital und dabei nicht nur an die Finanzen gedacht, sondern an das vielfältige Kapital, das auch einfach hier da ist von Bürgerinnen und Bürgern, von Menschen, die hier leben und arbeiten. Ich möchte mich einfach dafür einsetzen, auch weiterhin, dass das Kapital pfleglich behandelt wird, in guten Händen ist und auch weiterhin wächst. Und da bitte ich Sie alle jetzt miteinander heute schon jetzt um Ihre Unterstützung. Und ich glaube, dass Metzingen einfach nur auf einem guten Weg ist und dass es noch attraktiver und noch zukunftsfähiger sein wird in der Zukunft. Dankeschön. Ich freue mich sehr über diese neue Aufgabe und vor allem auch über diesen großen Zuspruch aus dem Gemeinderat. Das ist für mich Motivation, auch weiterhin tätig zu sein für Metzingen mit großem Engagement, mit den vielen tollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hier arbeiten. Metzingen ist eine ganz tolle Stadt mit ganz tollen Menschen, großem ehrenamtlichen Engagement, eine tolle Bürgerschaft. Und Metzingen wird weiterhin auch eine große Zukunft haben und ich freue mich einfach, hier zu sein und daran mitwirken zu können.